Jo, da sind wir mal wieder in Böhmen, Folge 59, nachdem wir in der letzten Folge den drei da Backpfeifen verpasst haben. Ich würde mal sagen, wir gehen auf Fortfahren und ich suche mir meinen Controller. Waren ja einige Nebenquests noch offen. Muss mal kurz wieder OBS prüfen. Sieht aber, jo, das sieht gut aus, das passt soweit. Genau, wir hatten hier gespeichert oben in Rad an der Burg. Und ich schaue jetzt einfach nochmal ein Inventar durch. Ich habe mich auch zwischenzeitlich mal erkundigt, danke nochmal an Keen, wie wir den Blutfleck hier wegkriegen. Den müssen wir einfach zum Waffenschmied an den Schleifstein gehen. Wir hatten ja vor 2 Folgen die Warhorse-Rüstung uns zusammengesammelt. Das sind die Schuhe auf 99, das ist aber normal. Die nutzen sich eh nach 2 Meter wieder ab. Der Rest ist noch mit Top-Zustand. Ebenso die Rüstungsset, Schmiedeset und so weiter haben wir alles noch. Der Schrumpfwürfel gilt als geklaut. Könnte man eigentlich in die Kiste räumen. Aus Gründen der Sicherheit. Machen wir gleich mal. Machen wir es dann zack. So, in die Kiste mit dir. Jo, dann würde ich sagen, machen wir uns auf zum Schleifstein. Ich habe das noch nie ausprobiert. Soll wohl so ein kleines Minigame sein, das hat er mal verraten. Die Frage ist, wie sieht es denn uhrzeittechnisch aus? 20 Uhr. Naja, kann man noch schleifen um die Uhrzeit. Sollte drin sein. Jo, der steht ja selber ja noch dran. Genau, da ist der Schleifstein beginnen. Schwert des heiligen Georg. Oje, Hilfe. Wenn du deine Klinge scharf halten und dir Reparaturset sparen willst, kannst du Schleifsteine zum Schärfen nutzen. Wenn du sie bei jeder Schmiede vorfindest, nähere dich einem Schleifsteinbeginn Vorgang mit X, das haben wir gemacht. Und die Waffe zu schärfen aus der Liste auswählen. Haben wir auch gemacht. Die Waffe muss entlang der ganzen Schneide geschärft werden. Das hört sich logisch an. Mit rechts wählst du die gewünschte Stelle aus. Du musst die Klinge im korrekten Winkel zum Schleifstein halten. Ist der Winkel zu flach, wird die Schneide nicht geschärft. Ist der Winkel zu steil, machst du die Schneide stumpf. Ui. Auch mit nach oben unten. Mit R2 hältst du den Schleifstein in Bewegung. Außerdem musst du mit R. Ah, mit L2 wird der Schleifstein bewegt und mit R2 der richtige Druck ausüben. Okay, das kann im Spaß enden. Also, wir schmeißen mal einen Schleifstein an. Ach Gott, da muss man durchgehen klicken auch noch. Okay, das Blut ist weg. Ich weiß nicht, ob es der richtige Winkel war. Waffen. Jo, da haben wir sie zerstört. Aber wir reparieren sie einfach. Hauptsache das Blut ist weg. Weil da jetzt den richtigen Winkel zu finden. Ne, wo ist er? Och nö. Och nö. Ja, okay. Wir haben ja hier ein Reparaturset. Deswegen haben wir es. Schmiedeset. Ah, zu beschädigt. Der sieht nicht gut aus. Dann würde ich sagen, überbrücken wir mal noch den Tag, indem wir uns nochmal schlafen legen, reparieren schnell die Klinge. Da muss ich mir vielleicht mal noch einen Guide durchlesen. Also ich habe, das in welchem Winkel man das ansetzt, schwierig. Du kannst nicht einschlafen, da du bereits zu lange geschlafen hast. Ja, das ist auch eine Option. Dann spulen wir doch einfach morgens vor auf 9 Uhr. Reparieren die Fix, legen uns nochmal ins Bett. Und dann können wir anfangen.
Hunger haben wir auch. Das volle Programm, bitte. Ah, da läuft der Herr ratzig rum. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein, zwei Nebenquests, bevor wir... wir haben ja noch offen. Ich muss dich durchsuchen. Oh, echt jetzt? Mal kurz prüfen. Eigentlich haben wir dann den Würfel weggelegt eben. Jo, ich würde sagen, der kann kommen. Weshalb? Befehl unseres Herrn. Dann durchsucht mich. Na gut, du kannst gehen. Oh, sehr schön. So, Schwertschmied. Ganz langsam. Reparatur. Jo, das hat uns jetzt ein Tausender gekostet. Oh. Besprechen wir den Preis. Gut, wir haben 75.000. Ist gut. Und wir handeln den jetzt mal dreist runter auf 700 und einigen uns bei 800. Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. So, da ist er doch schon bei 810, dann gehen wir auf 750. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Oder so. Bäumchen. Dann haben wir Hunger, haben wir festgestellt. Die Energie schon noch einigermaßen da. Das heißt, wir könnten uns eigentlich hier mal voll stopfen. Kurz mal leicht überfressen. Wir holen noch Dörrfleisch und dann können wir los. Elf Dörrfleisch haben wir uns reinkauen. Auf die hat so viel auf Lager. Beeil dich bitte. Lass uns handeln, Dörrfleisch. 11 Stück, ja, oder machen wir auch nicht lang rum, 151,8. Und wir haben die 50 wieder perfekt. So. Dann schauen wir mal auf die Map, wo es denn rund gehen würde, questtechnisch. Hier unten, der auf dem Galgenberg hätte eine Quest. Mal weiter rauszoomen. In der Mühle wäre eine zwischen Sasa und Ledetschko. Nördlich von Ledetschko wäre was. Hier oben wäre auch noch eine. Questgeber. Gehen wir mal zu dem hier hoch. Warum laufen wir eigentlich zu Fuß, wenn wir unser Mittelalter-Moped haben? Da steht's. Ja. Interessant, dass das hier oben auf dem... Ah ja, doch, jetzt zeigt das an. Frage ist nur, wo. Scheint hier in der Kirche zu sein oder in der Kapelle. Anusch persönlich hat eine Quest für uns. Okay. Gott sei mit dir, Junge. Spam, Spam, lach. Jo, grüß dich, Skamoria. Ich bin dem Uschitzer Pfarrer begegnet. Ach, das war die Orgie. Jo, das war die Orgie. Ich habe den Uschitzer Pfarrer getroffen. Ein äußerst interessanter Mensch. Oh ja, hast du ihn mit dem Schwert gesehen? Nicht schlecht für einen Geist. Ja, wir sind lauffaul mittlerweile. Zufolge beschloss er nach der Klosterschule, in die sein Vater ihn geschickt hatte, dem Glaubensleben den Rücken zu kehren und in fremde Gefilde zu verschwinden. Er soll sich als Söldner verdingt und sogar gegen die Türken in der Schlacht auf dem Amselfeld gekämpft haben. Und plötzlich kam er zurück und ließ sich hier nieder. Gewiss kostete das seine Familie reichlich. Aber er ist rechtschaffend und ich schätze ihn. Ich mag Pfarrer, die wirklich etwas von Lastern verstehen. Definitiv hast du die verpasst. Das war Folge... Heinrich, du kommst gerade recht. Moment. Ich benötige deine Hilfe. Worum geht es, Herr? Ach, des Erzbischofs Vikars nach Uschitze gekommen. Mir ist nicht gewahr, warum genau, aber Gerüchten zufolge ist er auf der Suche nach Ketzern. Was offen gesagt für mich noch nie etwas Gutes bedeutet hat. Okay, wir fragen erstmal, was das ist für einer. Kenne ich mich nicht aus. Was genau tut ein Vikar? Muss dir nicht peinlich sein.
Die Kirchenhierarchie ist das reinste Teufelswerk. Vikar ist die Kurzform für Vicarius. Es bedeutet Stellvertreter. Er darf uneingeschränkt im Namen seines Vorgesetzten handeln. Verstehe. In diesem Fall ist der Vorgesetzte bedauerlicherweise Erzbischof Spinko Hase von Hasenburg. Folge 32 ist auf YouTube, kommt raus am 24.8. beziehungsweise kam am 24.8. raus, denn die Folge jetzt kommt am 20.9. raus. Da kann man es nochmal nachschauen. Die Orgie mit dem U-Schützerpfarrer. Und die Folge drauf, 35 ist schon der... Ne, 33 ist schon der Tag danach. Geht's auch hier lang zum YouTube-Kanal. Und wir fragen mal, was wir hier unternehmen sollen. Finde zuerst heraus, weshalb er wirklich hier ist. Womöglich jagt er tatsächlich Ketzer. Und das wäre gar nicht gut. Es ist aber gleichsam möglich, dass er mein Anwesen inspizieren will, was noch schlimmer wäre. Ich verstehe. Und was weiter? Das Beste für mich und alle anderen wäre, wenn er seine Sachen packen und nach Prag zurückkehren würde. Und wie soll ich ihn dazu ermutigen? Ich kann ihn nicht einfach verjagen. Aber wenn du ihn davon überzeugen könntest, dass es hier nichts zu finden gibt, wäre er im Nu auf und davon. Sag ihm, ich habe dich geschickt, um ihm zu assistieren. Ich verstehe. Ich soll ihm also dabei helfen, nichts zu finden. Ganz recht. Okay, da werden wir uns natürlich drum kümmern. Oder was, wenn es wirklich Ketzer gibt? Hast du ein Problem mit dem Erzbischof? Nö, komm, wir nehmen es an. Ich werde mich sogleich darum kümmern. Viel Glück, Junge. Und sei vorsichtig. Geistliche sind hinterlistige Wiesel. Ich werde mich vorsehen, Herr Hanusch. Gott behüte dich. Jo, zum Zuschauen macht's echt Spaß. Also wie gesagt, ich kam auf das Spiel über Keen. Witzigerweise habe ich hier Klemmbausteine davon stehen, bevor ich überhaupt das Spiel mal gesehen habe. Sprich mit dem Vikar. Und der Vikar ist ein ständiger oder zeitweiliger Vertreter einer geistlichen Amtsperson. War mir völlig fremd. Gehen wir mal noch zum Galgenberg rüber. Der hat ja auch noch eine Quest. Ich würde jetzt erstmal ein paar Quests noch einsammeln. Und dann können wir ja loslegen. Hier unten gäbe es ja auch noch eine. Wollte man eh hin mit der Schnellreise. Es geht ja zügiger. Wir sind immer noch leicht überfressen mit 102, aber das regelt die Zeit. Jo, das ist schon mittlerweile hier, wenn... Wo stark, hier. Das ist schon. In Farbe und bunt. Aber wir können den auch mal nackig machen. Moment. Aber mal komplett nackig. Sattel runter, Zaumzeug weg. So. Das ist das Schlachtross Jender. Und der geschmückte schönen Weihnachtsbaum, weil das Rüstungspunkt, die hat 8. Und der öfters mal den einen oder anderen Schwerthieb einstecken muss. Wo ist denn der Müller jetzt schon, bitte? Na, scheinbar da drin. Der wird uns wohl auch eine Quest geben. Ja, Bursche. Das ist übrigens unser Hund, aber den... Ja. Den haben wir mal so bisher nicht so wirklich beachtet. Wie geht's? Uns geht's gut. Der Gaulunfälle? Eigentlich nicht. Außer wir werden angegriffen. Dann kommt ab und an mal ein Schwerthieb von unten. Ach, das ist nur das mit dem Turnier. Das ist ja auch Quatsch. Glücksichtig sind wir noch nett. Wir sind eher... Halt dich von Menschen fern, wenn du nicht weißt, wie man reitet, du Hornochse. Naja, wir verzeihen sie. Er hat uns aufgenommen in der Not. Als wir noch mittellos waren. Ja. So, jetzt müssen wir irgendwie auf den Galgenberg da hoch. Geht's denn da? Ui. Ach jo. Er hat dahingehend Unfälle, dass ab und an mal der ein oder andere Busch in sein Gesicht klatscht. Kommen wir denn da wieder hoch? Jo, der
Das ist ein Müller, die sind alle so drauf. Ja. Die sind irgendwie alle so ein bisschen leicht. Ja. Salty. Ja. Wo war denn der Weg da hoch? Ach komm, querfällt ein, ja. Der Gaul richtet's. Ja. Ja. Ja, macht der einwandfrei. Ja. Na, da ist Schichtführer. Okay. Ich finde gerade den Weg hier hoch, ne? Ja. So, da machst du. Ja. Irgendwie kam er oben an. Ja. Ach, da hinten wär's. Oh, war mal ein Stückchen zu weit im Wald. Am schlimmsten ist es in Red Dead 2. Passiert hier interessanterweise nicht. Man hat es nur ab und an bei Torbögen. Da reitet dann das Pferd durch und der Reiter fällt einfach ab. Aber dass so ein Pferd so ab und an mal gegen Alpha-Strauch knallt und einfach stehen bleibt, jo, aber man fällt nicht vom Pferd runter, außer man wird vom Pferd runtergezerrt, was ab und an mal vorkommt bei Banditen, wenn die einen vom Pferd reißen. Was ist das für eine? Womit habe ich das verdient? Eliska. Nein. Fragt den Henker nach der weinenden Frau. Der hat die bestimmt verprügelt. Der hat die verprügelt. Ist ja der Henker. Wo ist der Henker? Hey, lovely Pinky. Frag den Henker nach der weinenden Frau. Ah, nervig. Ja, das hast du hier gar nicht, aber ich habe Red Dead auf der PlayStation 4 gespielt. Ich fand's irgendwann auch derart nervig. Da ist doch der Henker, oder? Henker Hermann, rede mal mit ihm. Die weinende Frau oder Übung? Hundemeister. Selbstverständlich. Nee. Ich. Die weinende Frau. Du, dass du eine weinende Frau vor dem Haus hast? Ich habe ihren Gatten getötet. Was? Du hast ihn getötet? Er wurde rechtmäßig verurteilt. Sie wusste, dass es geschehen würde. Und warum ist... Die Leute würden sie aus der Stadt jagen. Sie hat hier niemanden. Ich dachte, ich kümmere mich um sie. Aber es soll wohl nicht sein. Okay, also ihr Mann wurde zu Tode verurteilt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und der Henker kümmert sich jetzt um die Witwe und die weint. Jo, da stellen sich uns mehrere Fragen. Eine ist weshalb. Ich kann mich nicht einmal zu den anderen ins Wirtshaus setzen. Wenn ich einmal sterbe, schieben sie mich bestimmt mit einem Stock ins Grab, um meine Leiche nicht zu berühren. Ist es wirklich so schlimm? Ich beklage mich nicht. Die Arbeit wird gut entlohnt, aber man lebt wie ein Ausgestoßener. Ich werde sie auch schief ansehen, bloß weil du mit mir sprichst. Und davor fürchtet sie sich auch. Genau. Ja, der Henker war damals im Mittelalter sozial geächtet, aber man hat ihn ja gebraucht. Einer muss ja die Unfälle beseitigen. Hat die Frau keine Familie? Keine, von der sie weiß, armes Ding. Du könntest ihr allerdings helfen. Ich? Wie? Ihr Gatte könnte noch Verwandte haben. Mit mir wird niemand sprechen, aber du könntest mehr in Erfahrung bringen. Wieso willst du ihr helfen? Das ist eine interessante Frage. Die Antwort könnte sein, weil er ein schlechtes Gewissen hat, aber dann hätte er seinen Beruf verfehlt als Henker. Weshalb willst du ihre Sippe ausfindig machen? Willst du nicht, dass sie bleibt? Doch, sie ist eine wunderbare Frau. Aber ich will sie nicht gegen ihren Willen festhalten. Dieses Leben ist nicht für jeden. Okay, was ist, wenn sie bei dir bliebe? Was würde sie erdulden müssen, wenn sie bei dir bliebe? Viel, das versichere ich dir. Die meisten würden sich nicht mit ihr abgeben, zumindest nicht öffentlich. Und hätten wir Kinder, wäre es für die noch schlimmer. Ein glückliches Leben hört sich anders an.
Es hat auch sein Gutes. Die Arbeit wird gut entlohnt und auch irgendwie geschätzt. Und will jemand einen Knochen richten lassen, ist mein Ruf schnell vergessen. Was soll man denn machen? Wie soll ich die Verwandten ausfindig machen? Frag Eliska selbst. Sie weiß ein bisschen über sie. Aber letzten Endes wirst du vermutlich dennoch mit dem Vogt sprechen oder in den Aufzeichnungen des Rathauses nachsehen müssen. Alles klar. Sehen, was sich machen lässt. Danke, wenn auch nur für den guten Willen. Rathaus war unser Stichwort, um wieder mal die Kiste vom Schreiber auseinanderzunehmen und die 5K abzuholen. Hermann schickt mich. Wo bin ich nur geendet? Nicht dann noch dreckig Klamotten sein. Wie wir und wir sind schon dreckig. Viel fehlt nicht mehr. Darf ich dich nach deiner Familie fragen? Ja, klar. Kann ich dich nach deiner Familie fragen? Was willst du wissen? Deine Verwandten. Hast du denn keine Verwandten? Jemanden, der dich aufnimmt? Nein, die Pest brachte sie dahin. Und dann bin ich bei meinem Mann gelandet. Ich wusste, dass sie ihn eines Tages aufknüpfen. Okay, also sie selber hat mal eine Familie gehabt, dann kam die Pest. Dann hat sie ihren Mann kennengelernt und von dem wusste von vornherein, dass er irgendwann mal am Galge endet. Okay. Hatte dein Gatte keine Verwandten? Vielleicht. Er hat ein paar erwähnt, aber wir waren nie zu Besuch. Und mehr weißt du nicht? Nein. Aber wenn sie auch nur annähernd so sind wie mein Göttergatte, wird der Vogt sie kennen. Okay, das genügt uns mal. Finde beim Vogt mehr heraus. Jo, dann mal ab wieder auf unser Pferdchen. Wo ist denn? Pferdchen. Da. Der Henker nutzt die doch auch nur körperlich aus, wenn sie bleiben würde. Sind wir uns doch mal ehrlich. Ja. Da war der Weg jetzt. Naja, Weg ist jetzt auch übertrieben. Eher ein Trampelpfad darunter. Können wir uns merken, hier hinten an der Hütte kommt der raus, alles klar. So, dann müssen wir einmal übers Brückle beim Badehaus nach Rattai rein. Und mit dem Vogt reden. Schauen wir mal. So, der Vogt wohnt. Wenn er denn da ist, in seiner Abendstube hier oben. Da unten stehen auch noch Leute. Dorfbewohnerin. Nein. Da ist doch die Stube vom Vogt. Da hockt er doch. Den ignorieren wir mal. Wir wollen erst zum Schreiber, beziehungsweise zur Kiste vom Schreiber. Da der Schreiber hier aber so blöd sitzt. Holen wir uns einfach die Groschen raus, zack. So, dann rede mal anständig mit dem Vogt. Schreiben aus Privitzlawitz, das möchte ich nicht anschmeißen, die Quest. Der rhythmische Abstand, in dem der Reiter ja sagt, macht mich irgendwie wahnsinnig. Ich meine, warum tut er das? Ich habe keine Ahnung. Eliskas Familie, genau, kennst das war's Thema. Die Frau des Kerls, der kürzlich gehängt wurde? Die jetzt beim Scharfrichter ist? Genau die. Das Leben kann hart sein. Und weißt du, ob sie hier in der Gegend Anverwandte hat? Woher soll ich das wissen? Nun entschuldige mich, ich habe zu tun. Alles klar, die Sache weniger... Eine Sache weniger, um die ich
um die du dich zu kümmern müsstest, wäre eine Option. Oder du kennst mich gut genug. Nee, ich würde eher auf das Erste gehen. Wenn Eliska nicht beim Scharfrichter bleibt, hast du eine Sorge weniger. Jesus. Gut, dann frag doch den Schreiber. Danke. Wo der ist, das wissen wir. So, frag den Schreiber. Ja, eben saß er noch hier. Oh, Schreiber, wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Der lungert wohl unten im Hof rum. Oder im Innenhof. Der hat durchgehuscht, scheinbar. Da läuft er doch. Der gute Schreiber. Hallo, was willst du? Aufzeichnungen über Leute. Steht in deinen Aufzeichnungen geschrieben, wer wo lebt? Glaubst du etwa, wir führen Buch über sowas? Die Leute vermehren sich wie die Karnickel. Aber ich dachte, dass im Rathaus, in den Büchern... Junge, Aufzeichnungen gibt es nur über Abkommen, Strafen, Besitzrechte und so weiter. Und wenn es nicht gerade um einen Edelmann geht, dann steht da erst recht nichts. Eliska wird darüber nicht erfreut sein. Eliska? Meinst du zufällig die, die in die Mischex eingeheiratet hat? Ja, genau, du kennst sie? Natürlich. Ich habe früher mit dem alten Mischek gewürfelt. Er hatte einen Sohn. Netter Junge. Wie geht es ihm? Er ist ziemlich eingebunden. Ihm geht's gut. Wir haben doch null Infos drüber, über den Sohn. Oh, gerade schnürt ihm die Arbeit ziemlich die Luft ab. Er soll vorbeikommen, wenn er... Klar, wenn. Können wir gleich mal machen, was klauen. Einen Katzensprung von Ratei entfernt, bei einem Fischteich. Danke. Okay, wir haben die Info, die wir wollen. Auf Wiedersehen. Warte mal, der mit dem... Glück und gesund. Na. Mach's gut. Dir will ich jetzt nicht quatschen. Ich habe gesehen, dass man mit dem Schreiber noch handeln kann, scheinbar. Schau, noch nie gemacht. Ach, der verkauft einfach nur die Bücher, die wir oben alle schon geklaut haben, aus seiner Kiste. Ja. Greif zu, bevor sie weg sind. Klauen kann man. Klar, wir können... Also man kann Taschendiebstahl machen. Ist aber sehr blöd. Ich präferiere da eher die Variante von hinten anschleichen und einen Dolch reinjagen. Da müssen wir uns aber kurz umziehen. Moment. Da brauchen wir unser klassisches Klau-Outfit. Kriege mal aber hin. Der Spitzhut muss runter, genau. Und die schwarze Leiste trete. Irgendwas haben wir wieder an. Die goldenen Sporen noch weg und die Halskette kann dranbleiben. So, dann schnappen wir uns. Nehmen wir eine Wache auseinander, oder? Ich würde aber vorher speichern. Da, die Wache, die läuft doch einsam und allein hier rum. Spiel speichern, zack. So, dann schleicht man sich von hinten an. Ah, da ist noch eine Wache. Das wäre fast schiefgegangen. Brauchst du Hilfe? Nee, mir geht's gut. Wir haben keinerlei Probleme. Wo läuft die Wache hin? Oh, hier wird ja schon angezeigt. Heimliches Töten. So kann man am besten klauen. Man wird aber gern dabei erwischt. Jo. Ergib dich! Deswegen habe ich vorher auch gespeichert. Normal mache ich das in der Nacht gern mal. Also ich wollte mal eine Folge drehen, wo man in der Nacht sämtliche Wachen hier ausziehen. Also man kann sie entweder erdolchen, was ich jetzt gerade gemacht habe, oder... Die zweite Option wäre hier umhauen, dann sind sie bewusstlos. Und die Rüstung klauen, was dann den Effekt hat, dass sie irgendwann wieder aufwachen und dann nackig hier durchs Dorf rennen.
Ist das eine neue Art Spiel? Es geht. Man kann hier auf. Wir machen es mal. Umhauen. Der ist zu. Ist eine blöde Uhrzeit gerade. Aber wir werden doch irgendwo einen finden. Die Wache können wir nicht nehmen, dass wir dann von da vorne entdeckt, aber es geht. Also man kann einen einfach nur bewusstlos schlagen. Klau mal einen Huhn. Einen Huhn kann ich nicht klauen. Das geht leider nicht. Die Hühner können wir ja nicht wegklauen. Auch die Schweine nicht. Das geht leider nicht. Könnt ihr die Schankmaid auseinandernehmen? Hier steht auch wieder eine Wache da und so weiter um die Ecke. Da steht der Wirt, das heißt, wir können den Adam nicht wegholen. Die Wache kriegen wir auch nicht raus. Wir müssen mal nachts hier kommen, nicht mittags um 12. Ich sag, die Uhrzeit ist gerade sehr suboptimal. Ziehen wir unser Nobel-Outfit wieder an. Irgendwas ist noch falsch. Vielleicht geteerte Jacke, genau. Da kommt. Der sächsische gefärbte Gambeson rein. Pferde kann man klauen, ja. Mach die Maid mal klar. Das ist nicht wie bei. Bei deinem Spiel im Moment. Also wir haben schon sogar eine interessante Tete-a-Tete gehabt. Und zwar in Tallenberg gibt es einen alten Burgherrn und der hat eine Frau. Die Frau ist deutlich jünger und er war eingesperrt nach der Hochzeit. Deswegen hat sie nie Kinder gehabt und die sie hatte, waren Fehlgeburten und sagen wir mal so, wir haben ein Hemd von ihr bei uns in der Truhe liegen und ich möchte auch nicht mehr hin, weil ich Angst habe, die ist schwanger von uns. Und das Witzige ist, wir haben noch eine Quest offen, dass wir die ausrauben müssen. Und zwar für einen Müller. Wojciech hier, stiehl den Schmuck von Burgherrin Stefanie. Schauen wir mal nach der anderen Quest. Da hieß es ja, stattet der Familie einen Besuch ab. Die wohnen hier oben. Da machen wir mal die Schnellreise hier raus und besuchen mal die Family. So, da ist schon unser krasser Gaul. Dass wir mal die Quest her abhaken können. Das mit Privislavitz und dem Aufbau würde ich mal nach hinten rausschieben und auch die. Die eigentliche Hauptquest, dass wir uns hier oben melden sollen in der oberen Halle der Burg. Die würde ich auch mal noch nach hinten her schieben. Wohnen die denn da im Wald oder was? Naja, das Pferd macht schon. Hier, das meinte ich mit leichten Unfällen, aber. Das ist jetzt ohne Witz das erste Mal, dass wir irgendwo gestorben sind. Das ist mir noch nie passiert. Ein Glück haben wir hier gespeichert eben. Ein Glück haben wir gespeichert. Gut, wir haben ja nichts verloren an Aufgaben. Soll einfach nur hier hinten rausreiten und anständig da runter irgendwie. Also es war das erste Mal jetzt, dass wir sowas hatten. Wir reiten öfter schon durch den Wald. Und hier und da klatscht auch mal ein Stock irgendwo, aber macht weder am Pferd noch im Spielcharakter Heinrich was aus. Aber dass wir jetzt so absaufen da gerade. Verrückt. Weil normal geht es. Ey, was ist denn heute los? Na, laufen wir zu Fuß weiter. Das Pferd kommt schon nach. Gut, mir da auch einen offiziellen Weg nehmen kann.
Oh, das Pferd kommt schon bei. Irgendwie. Nee, Sven, das ist echt das erste Mal heute. Und nie die Probleme gehabt. So, die sind doch irgendwo hier, ist doch die Tante. Die könnte man jetzt von hinten so zack umhauen. Bringt uns aber nichts, wir brauchen sie ja als NPC für eine Quest. Wir haben Neuigkeiten über Eliska. Ich habe Neuigkeiten über eure Schwiegertochter. Eliska geht es gut, sie braucht nur... Hab nie von der gehört, hau ab. Leute der Familie, jo, das haben wir jetzt geschafft. Finde eine Bleibe für sie. Ihr seid verwandt. Sie gehört zur Familie und braucht dringend Hilfe. Ich werde keinem helfen. Okay. Blöde Vettel, hä? Nee, das könnte sich für sie lohnen, natürlich. Das könnte sich für euch lohnen. Ach, wirklich? Und was willst du? Die Witwe eures Sohnes braucht Hilfe. Sie kann nirgendwo hin. Was kümmert uns eine nutzlose Schnepfe? So, jetzt haben wir hier unten gewisse Überzeugungswerte, bitte. Das könnte helfen. Gut, mit Geld kann man alles regeln. Aber wir sind da oben mit 14:7 im Vorteil. Dann nutzen wir das mal aus. Sie könnte auf dem Hof aushelfen. Wenn jemand weiß, wie man anpackt, dann sie. Ein bisschen Hilfe wäre nicht schlecht. Schick sie her. Aber wehe, sie legt die Griffel in den Schoß. Muss sich ihren Teil verdienen. Das klingt ziemlich... Und wenn ich nur einen Mucks von ihr höre, komme ich mit der Rute. Eine tolle Familie. Alles klar. Bei denen läuft's. Bei denen läuft's. Aber sowas von. Ziehen uns mal wieder um. Wir haben nämlich noch das Klau-Outfit an, habe ich gerade festgestellt. So. Die Sporen noch an. War irgendwas dreckig vom Klau-Outfit? Nein, nur unser Schönling-Outfit. Ey, ich wäre hier auch nicht gern zu Gast. Die ist sehr garstig. Habt ihr einen Bottich zum Waschen, ihr Schweine da vorne? So. Könnten auch mal ins Badehaus, Mann. So, mal ins Badehaus gehen. Das liegt nämlich auf dem Weg, das Badehaus. Da kann man sich nämlich die Haare schneiden lassen. Da kommt er doch. Runde ja. Badehaus. Ja. Geht's hier links rum? Einmal den Weg entlang. Dann kommen wir irgendwann raus. Ja. Jo, klingt gut. Dann machen wir das mal. Ab ins Badehaus. Durch unseren krassen Skill müssen wir auch kein Geld mehr zahlen im Badehaus. Ja. 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 Boah, das ist schon. Na, da wohnt irgendein Dude mit seiner Olle. Die könnte man eigentlich mal ausnehmen. Das kriegen wir doch hin. Wir haben zwar einen Hund, aber der stört uns jetzt mal nicht. Ja, die stehen aber auch so blöd wieder zueinander. Ne, geht auch nicht. Außer einer läuft jetzt hier raus. Die interessieren sich auch gar nicht für uns. Was willst du hier? Doch jetzt. Da oben sieht man es ja rechts von der Navi, dass wir in dem Bereich uns nicht befinden dürfen, weil privat. Aber er folgt uns ja jetzt und das ist gut. Yep, gleich haben wir ein Problem. Noch etwas? Oh, ja. So, jetzt haben wir einen Umkauen. Ist er quasi bewusstlos? Damit die Frau jetzt nicht so rumschreit, schnappen wir uns die auch mal noch. Und dann können wir plündern. Sättel im Mittelalter waren nicht sehr bequem, echt. So, dann können wir so plündern. Was hat sie denn bei sich? Ja, 33,7 Groschen. Truhenschlüssel und Türschlüssel. Der Rest kann sie behalten.
Dann können wir hier mal die Truhe aufschließen. Da haben wir auch nochmal 31,9 Groschen. Der Rest war ein nutzloser Blunder. Kriegt er wenigstens was von Wert mit sich? Yep. Die rote Jacke ist was wert. Die edlen braunen Beinlinge und 45 Groschen. Grundschlüssel, Türschlüssel brauchen wir nicht mehr. Haben wir schon von der Frau. Die wachen jetzt irgendwann wieder auf und er wird so nackig weiter im Spiel rumlaufen. Mit seinen Schuhen, die können wir ihm auch noch nehmen. Bürgerliche Schlappen, nee, die sind nichts wert. Lass mal so. Eine fette Schnalle unterm Oberschenkel und du sitzt da 10 Stunden drauf. Wobei, der sieht doch eigentlich bequem aus. Eigentlich. Ah, da kenne ich mich nicht so damit aus. Ja. Leiten wir mal weiter Richtung Vergnügung. Also was man jetzt auch aufpassen muss, das Zeug gilt hier als geklaut. Man sieht es an der roten Hand. Deswegen legen wir es mal in die Satteltasche. Weil wenn uns wieder eine Stadtwache kontrolliert, ist wieder Achterbahn. Die geklauten Sachen kann man interessanterweise beim Müller verkaufen. So, dann ging es da wieder rüber. Dann müsste eigentlich da vorne der Vergnügungsbereich kommen. Glaub mir, die sind heute nicht umsonst unter einer Abdeckung. Alles klar. Zack, da bin ich raus. Da bist du die Fachfrau. So, hier haben wir doch unser Badeparadies. So, dann gehen wir mal zur Zuberdirne, heißt sie. Oder die Badeinhaberin. Genau, das Zubermädchen kommt dann später zum Einsatz. So, dann reden wir mal. Was willst du? So, wir wollen die Dienste des Badehauses in Anspruch nehmen. Ich möchte etwas bestellen. Alterliche Sattelberatung, alles klar. So, wir möchten Bad nehmen und meine Kleider reinigen lassen. Wundversorgung, ich brauche Heilung, ein Bad und saubere Kleidung. Ich hätte gern ein Mädchen und alles, was dazugehört. Haare machen oder rasieren? Was soll man denn nehmen? Sucht euch was aus. Mädchen mit allem, was dazugehört. Alles klar. Es heißt, hier gäbe es nette Mädchen. Du wirst für ein Geek. Für ein Geek. Dann viel Glück. Was mich da irritiert an der Geschichte, dass es nur 2 Stunden dauert. Das finde ich ein bisschen schwach gemacht. So, und wir haben uns wohl mit dem Zubermädchen hier vergnügt. Gehen wir mal vorsichtshalber, um die Schwangerschaft zu vermeiden. So, die hat 42 Groschen dabei. Schön, Truhenschlüssel und einen Türschlüssel. Das heißt, wir können auch die Truhe jetzt öffnen und 25,7 Groschen noch rausholen. Und sollten uns schnellstmöglich vom Acker machen. War das jetzt? Ich würde alles mitnehmen. Ja, aber die Sachen sind nichts wert. Vor allem den Wert, den sie haben, bezahlt uns der Müller gar nicht 1:1. Ja. Und wenn man sich da unten mal unser Kapital anschaut mit 80k, warum soll man so ein Hemdchen mitnehmen für 50 Groschen? Und der Müller gibt uns dann 20, 10, irgend sowas um den Dreh. Plus halt das Theater, man muss es jedes Mal in die Satteltasche stecken, weil wenn man in die Stadt reingeht, wird man meistens kontrolliert. Dann ist das Zeugs ewig, dann kriegt man eine Geldstrafe und so weiter. So, jetzt war doch hier hinten der okkulte Weg hoch. Jo, da ist er doch.
dass wir wieder einen Unfall haben mit dem Pferd. Das wäre fatal. Ja. Da ist schon auf der Trampelpfad. Ja. 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 Dann sitzt du doch noch hier und heult. Nee, jetzt sitzt du nicht mehr am Heule. Okay. Kann man dir mal sagen, sie soll rübergehen. Auch so sehr unfreundlich, ja, wir wollen der einfach nur helfen soll. Was willst du? Geh weg. Kenn dich nicht. Du hast aufgehört zu weinen, ja, das stimmt. Weinst nicht mehr? Nein. Hab für meinen Lebtag genug geheult. Bei meinem letzten Besuch war das noch anders. Ich hatte selten Glück im Leben. Aber letzten Endes ging es immer irgendwie. Und Tränen sind da keine Hilfe. Das ist wahr. Also konntest du etwas über sie rausfinden? Ja. Ich habe die Eltern deines Mannes ausfindig gemacht und sie würden dich aufnehmen. Aber? Nichts aber. Sie würden dir ein Zuhause geben. Sie sind nicht sonderlich nett. Ja, ich würde erst zweite unterschreiben. Und ja, wenn... man kann auch keine Frauenkleider anziehen als Mann und umgekehrt. Man bekommt sogar eine Meldung, dass es im Mittelalter kein Crossdressing gab. Und mir wird generell, wenn man was Geklautes in der Tasche hat, von den Wachen angepöbelt. Beziehungsweise die kontrollieren einen und nehmen es dann weg. Und je nachdem, wie viel, kriegt man eine Geldstrafe. Nichts, aber sie würden dir ein Zuhause geben. Nee, sie sind eher nicht nett. Keine guten Menschen, Eliska. Vermutlich würden sie dich schinden. Aber dort hättest du zu essen. Das Leben ist hart. Aber ich hätte eine Familie. Ich bespreche das mit Hermann. Du solltest zu deiner Familie gehen. Nee, du hättest bei deiner Familie ein Dach über dem Kopf und Arbeit, die dich ablenkt. Ich werde es überleben. Gab schon Schlimmeres. Tut mir leid, dass ich nichts Besseres finden konnte. Es ist sicher Gottes Wille. Hab Dank, Heinrich. Alles Gute. Hermann, ich... Ja? Leb wohl. Und vielen, vielen Dank für alles. Du brauchst dich nicht bedanken. Ich bin froh, dass ich dich kennenlernen durfte. Bitte versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Du verdienst ein besseres Leben. Hermann, ich... Versprich es mir. Ich versprech's. Leb wohl, Eliska. Jo, für den Henker war es eigentlich sehr emotional, würde ich behaupten wollen. Sprich mit Hermann, dem Henker. Tut mir leid, Hermann. Schon gut, Heinrich. Ich schätze, sie ist so besser dran. Hier, bitte. Ja, weil das irgendwie nicht funktioniert. Das funktioniert irgendwie nicht so wirklich. Was aber funktioniert, ist, dass wir den auch mal bewusstlos hauen. Und... Guck mal, das lohnt sich jetzt, so einen Stecher mitzunehmen. Der Rest lohnt sich schon immer. Modisch blauer vielleicht noch, der dunkle schlesische, aber dann wird es auch schon dünn. Der hat was in der Truhe. Wo ist das dann, die Truhe? Irgendwo habe ich sie eben gesehen in der Videoanimation. Da. 29 Groschen ist auch nicht wert. Und hier so altes Hemd für 15 Groschen, da gibt uns der Müller 5. Vielleicht auch nur 4. Bettlertunika, das lohnt sich alles nimmer. Die hat irgendwie, wobei ich finde das schon komisch, bei dem Typ zu wohnen, der Knüppel, nee, lohnt sich auch nicht. Wir haben ja hier, Waffen. Wir haben halt Waffen, zack. Wir haben hier ein Schwert, also ein Langschwert, Kurzschwert, eine Axt, ein Streitkolben, das sind die 4 Waffengattungen, die es gibt. Da sieht man jetzt schon, der Stecher gilt als geklaut, den legen wir mal weg.
Und auch bei der Rüstung hatte man ja den Crab von dem mitgenommen. Wo war er dann? Die modisch blaue Beinlinge und der dunkle Schlesische. Wobei. Ah, der ist nicht gut von Werten. Ne, 22, 15, 0. Sichtbarkeit, da ist. Die geteerte, leicht geteerte Jacke mit 990 deutlich besser zum Klauen. So, jetzt haben wir den auseinandergenommen und dann sollten wir auch mal wieder weg. Uns vielleicht noch waschen. Ah ne, wir haben ja noch den Badehaus-Buff. Wir hatten uns ja eben vergnügt. So, was hätte man denn dann noch offen? Da unten die zwei bei Ledetschko. Könnte man mal machen. Reisen wir mal nach Ledetschko rüber. In Zasau haben wir auch noch einige, die wir erledigen können. So. Gehen wir in der nächsten Stadt. Sollte man uns mal eine Markierung da hochsetzen. Kommen wir da hin. Rechts halten am Fluss lang, irgendwann links. U-Turn, alles klar. Ja. Rechts halten am Fluss entlang. Ja. Ach jo, so groß ist der Fluss gar nicht, eher ein Bächler. Ja. Ja. Nach Rinder. Ja. Dann ab in Wald. Ja. Bis ein U-Turn kommt. Jo, da sind wir schon vorbei am U-Turn. Ja. Teilweise sind die Wege so. Jo, das hier wäre der Weg. Oh Gott. Gut, für Snowrunner wäre es definitiv eine Autobahn, das Teil. Ja. Ja, aber. Ja. Als Frau bei dem Mann leben, der den Mann erhängt hat? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht so recht. Alchemietisch entdeckt. Genau, Kräuterweib. Kuhnhuter, alles klar. Gelobet den Herrn. Kann ich etwas für dich tun? Lass uns handeln. Schauen wir erstmal, was er hätte. Rezepte. Yep, die nehmen wir mal mit, die wir noch nicht kennen. Da unten hat sie nichts. Das Mittelalter nicht eine eher haben. Nee, ich glaube nicht. Also es wird halt immer als dunkel dargestellt, aber eigentlich war es nicht dunkel dort. Es war schon dunkel, weil sie halt keinen Strom hatten. Aber wenn man so mal sieht, Pest und die ganzen Kriege. Gut, Kriege haben wir aktuell auch. Krankheiten, Lebenserwartung, die verschiedenen Stände. Ich glaube, es hat keinen Spaß gemacht im Mittelalter. Außer wenn man einen gewissen Stand hatte. So, wie sieht es jetzt aus hier mit der Verhandlung? Wir haben 1700 gesagt, ich sag 1980. Dann sagen wir 1800. In Ordnung. Jo, top. So, dann haben wir jetzt die Bücher da hinten zum Lesen. Die können wir uns gleich mal reinpfeifen. Die Regel des Nikolaus. Ne, das können wir noch nicht, genau. Rezept können wir aber durchknallen. So. Dann sind die Bücher auch verschwunden, nachdem man sie gelernt hat, was ich praktisch finde. Ich glaube selbst dann nicht. Ja, kommt dann auch drauf an, welchen Stand hatte man? Hat man Brüder gehabt? Gab es was zu teilen? Waren alle zufrieden mit dem, was geteilt wurde? Oder muss man aufpassen, dass nicht hinter der Ecke jemand steht? Das haben wir total vergessen, mit der über die Quest zu quatschen, die es uns anbietet. Kannst nicht lesen. Ja,
Und zwar, die Regel des Nikolaus ist ein Fertigkeitsbuch, um unseren Taschendiebstahl zu steigern. Das können wir erst lesen, wenn wir die Stufe 10 erreicht haben. Und aktuell haben wir Taschendiebstahl Stufe 4. Wir können bei Vitalität was dazu lernen. Okay. Marathon schnell wie der Winter mal schon mal ausgeschlossen. Du kannst deinen leeren Magen selbst mit verdorbenen oder vergifteten Essen füllen, ohne Schaden zu nehmen. Allerdings spürst du auch keinerlei positive Auswirkungen. Das ist sowas von schlecht, weil es gibt so viele Tränke, dass man mal mehr Energie hat, mehr Ausdauer, mehr Stärke und sowas. Deswegen finde ich den Skill irgendwie nicht brauchbar. Nachdem du den ersten Gegner geschlagen hast, sind deine Angriffe für eine Weile wirkungsvoller und deine Ausdauer regeneriert sich schneller. Finde ich auch eher